Lost Soccers. Hallo liebe Lost Soccers Freunde, willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe, diesmal mit Assassin's Creed Origins, noch nicht Odyssey, was mein absolutes Lieblingsspiel ist. Es gibt viele Hater von diesem Spiel da draußen, die sagen, das Spiel ist scheiße, es ist schlecht gemacht, es hat viele Bugs und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Leute, die das zerreißen in der Luft. Ich finde es super seit dem ersten Teil mit Altair, das irgendwie gefühlte 10 Jahre her ist oder so. Und auf jeden Fall wollte ich euch den Fluch der Pharaonen zeigen, das Add-on. Und zwar bei dem Add-on geht es darum, es ist nicht einfach nur eine Mission und dann ist das Ding fertig, sondern es sind mehrere Missionen und man befindet sich dann auch, wie ihr sehen könnt, in einer anderen Region. Kurz zur Erklärung zu Assassin's Creed Origins. Es spielt in Ägypten, beziehungsweise zu der Zeit Kleopatras. Es ist die Entstehung oder erzählt quasi die Entstehung des Assassinenordens. Und damals hießen die Verborgenen. Also die hießen dann noch nicht Assassinen. Wann der Name kam, das wissen wir noch nicht. Vielleicht wird das dann in Odyssey erklärt. Auf jeden Fall geht es um einen Mann namens Bike, der seinen Sohn verloren hat. Eigentlich hat er ihn durch einen blöden Unfall selbst getötet, wenn man so möchte. Und auf jeden Fall hat er dann gemerkt, dass hinter den Fassaden oder hinter den Kulissen... Oh, mein Olaf ist umgefallen. Not today, Satan. Not today. Dass hinter den Kulissen ganz andere Mächte eine Rolle spielen und quasi alle Geschehnisse kontrollieren. Und er möchte dem Volk Frieden und Freiheit schenken oder quasi das für die erobern. In dem ersten Teil, also quasi vor dem Add-on, ging es nur um Ägypten hier, um diesen Teil. Da im Add-on sind jetzt Sinai und das Tal der Könige hinzugekommen. Ich befinde mich momentan im Tal der Könige. Es gibt verschiedene Missionen, das seht ihr hier. Also diese Ausrufezeichen sind immer diese Missionen, die man spielen kann. Und da steht dann auch immer die Stufe, die man haben sollte, um diese Mission auch machen zu können. Die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben mit der Landschaft und mit der Karte und mit der originalgetreuen Karte quasi. Ich habe noch nicht alles aufgedeckt, wie ihr sehen könnt, aber schon so einiges. Und es braucht auch sehr viel Zeit dann, also überall rumzureiten und das alles dann zu entdecken. Zu meinem Bike, er hat, ja, mittlerweile ist er recht weit. Er hat die Uniform an von den Verborgenen, also quasi die man im Spiel bekommt. Also man muss die nicht kaufen oder sonstiges, sondern wenn man einfach das Spiel startet. Ich habe jetzt einfach mal eine Mission ausgewählt, die sich da nennt. Welche habe ich denn jetzt genommen? Entschuldigung, ich habe es jetzt vergessen. Bin durch mein ganzes Gerede hier. 4 linke Hände, also da reiten wir jetzt hin und gucken uns mal an, was da passiert. Und das Gute ist, wenn man dann ein Marker gesetzt hat bei dem Spiel, dann kann man das Pferd quasi so steuern, dass man sagt, bitte reite da jetzt hin und jetzt kann ich chillen. Und er reitet selber. Derzeit kann man, weiß nicht, auf Klo gehen oder sonstiges. Das zeigt ja immer die Entfernung an. Dadurch, dass das sehr, guck mal, diese wunderschöne Landschaft. Das haben die so toll gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man das Spiel blöd finden kann. Ich selber finde das echt hervorragend. Die sind auch sehr detailliert in ihrer Recherche, was Geschichte angeht, also in allen Assassin's Creed Teilen. Und es heißt Assassin, nicht Assassin oder so Assassin. Ganz viele sprechen das irgendwie komisch aus. Assassin's Creed, Assassin's Creed. Also die Namen und die haben sogar Kleopatra richtig, meiner Meinung nach, sehr gut dargestellt. Natürlich kann keiner zu 100% sagen, wie sie wirklich aussah. Das weiß man einfach nicht. Aber ich fand sie sehr überzeugend. Die ist leider jetzt nicht mehr, die spielt jetzt in dem Spiel keine Rolle mehr. Und jetzt gucken wir mal, wie es da weitergeht. Also da oben müssen wir hin. Das scheint irgendwas zu sein. Ja, kann stehen bleiben.
Und das Gute an Bayek ist, oder allgemein, die sind von jedem Teil besser und besser und besser geworden. Er kann wirklich überall hinklettern. Also der, da gibt es fast gar nichts, wo er nicht hochkommt. Cherie, was machst du da? Jetzt gucken wir uns mal, was da passiert. You climbed all the way up here. Amun granted his poor servant's strength. How else could I escape the Raja's sons? But it is all for nothing. I deserted my friend, another priest of the Lord of Truth. I will get rid of them. Then you can tell me your story. So, jetzt müssen wir einen Freund von ihm finden. Also die Missionen sind auch sehr wichtig. Ja, wait here. Und ich bin anscheinend schon im Zielgebiet und ich muss hier Krokodile töten. Wollt ihr mich jetzt vereiern? Hier, verkackeiern hier. Ich muss jetzt echt Krokodile töten. Ich hoffe, mein Pferd geht jetzt nicht drauf. Also, meine... Das ist Zenu, mein Adler. Die kann man einsetzen und dann werden einem immer Stufen angezeigt, wie stark die Krokodile und so weiter sind. Die Sache ist jetzt die, wenn ich jetzt auf 1 schieße, dann kommen sie alle auf mich zu. Bist du noch nicht tot? Jetzt plündern wir dich mal. Ich hoffe, mir gehen die Pfeile nicht. Und da ist das Königskrokodil, das ist natürlich das stärkste von allen. Oh, jetzt haben sie mich gesehen. Jetzt muss ich dir hier auf Jagd gehen. Lecco mio. Ich habe halt natürlich... Der ist schon bei Stufe 49 bei mir. Was natürlich auch erleichternd ist. Er hat bessere Waffen. Er ist allgemein ein bisschen stärker. Huch, du, wo schießt denn du hin? Ich treffe den gar nicht. Jetzt habe ich dich getroffen. Ah! Der kann auch so Special Effects. Bist du tot oder bist du nicht tot? Ja, der ist tot, das ist schon wieder ein anderes. Ja, also mein Schwert brennt, das habe ich. Und das, der Nachteil ist, dass ich dann selber anfange zu brennen. Das ist ein bisschen nervig. Aber... Aha. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Jetzt müssen wir mit dem Schwert weitermachen. Tja, so läuft das. Aber keine Sorge, ich krieg mal platt. Also, das Schwert habe ich gekriegt bei einem der... Missionen, die man da spielen kann. Huch. Das war eine Belohnung. Und man kann die dann auch upgraden. Also die sind anfangs hoppala. Sind die ein bisschen schwach und ich brenne. Aber man kann die beim Schmied immer upgraden. Wo ist denn das letzte? Die Attacke, diese Spezialattacke finde ich ganz toll. Weil man da... Ja, komm runter, ich habe dich gerettet. Ist der jetzt... Dass ich jetzt umgebracht, der Depp? Ah, nee. Woher kann der das? Did you see me jump? And the haystack? Amun must have spirited it there to break my fall. Really? So, what are priests of Amun doing as far from Thebes? Seni, I do not mean to frighten you, but the dead pharaoh... Ja, darum geht's bei der Flucht des Pharaos. Die toten Pharaonen, die mal Pharao waren, sind wieder zum Leben erweckt. Also, nicht lebendig, sondern das sind so zombieartige Wesen mit ganz vielen magischen Kräften. Mir ist, also wenn man das Spiel startet, Fluch der Pharaonen, dann wird einem
kommt da einer gleich entgegen. Eine, ich glaube, es ist Hatschepsut, das war die erste Pharaonin von Ägypten. Sie ist mir da begegnet, die muss man dann erledigen und die greifen halt alle Bewohner an. Okay. Und jetzt, die Priester werden auf dem Weg zum Berggipfel überfallen. Okay, wo ist mein Pferdchen? Man kann das Pferd mit einem Knopfdruck rufen, das ist ganz toll. Und jetzt reiten wir dahin. Der zeigt einem ja dann bei jeder Mission immer an, wo man hin muss. Anders würde man ja auch überhaupt nicht zurechtkommen. Also das ist also so eine riesige Landschaft. Jetzt gerade ist er in Theben, das ist mittelgroß. Das erscheint dann immer, wenn man dann Seno um Hilfe bitten kann. Die findet dann immer das Missionsziel. Hier, zu dem müssen wir. Das Pferd habe ich auch bei einer Mission bekommen. Das ist ein seltenes Pferd anscheinend. Oh ja, wirklich, echt. Und ich habe keine Pfeile mehr. Ah, I'm on fire. Really? Komm her. Ja, jetzt brennt er ein bisschen. Das ist das Gute an meinem Schwert. Die verbrennen dann einfach alle. Tot. Der nächste. So. Ja, ich bin auch fast drauf gegangen. So. Jetzt müssen wir mit ihm sprechen. Ich tu dir nichts. Der pharaonische Schatten hat sich erhoben. You will not turn me from my path, Seni. Onos? By Amun, you know me. Are you real or a mirage? Are we in the desert? No. Your friend Saab sent me to aid you. Come, I will bring you to him. I cannot leave Amun's statue in their unwashed hands. I have a plan to rescue it. Das ist echt faszinierend, wie sie da diese ganzen 12 Milliarden Götter, die da haben, für jeden Tempel gebaut haben und so weiter. I will find the statue. Join Saab at the ritual site. Und das ist auch in dem Spiel echt gut dargestellt. Die haben ganz viele Tempel und die Orte und so weiter. Und natürlich können die nicht zu 100% wissen. Wo ist mein Pferd hin? Können die nicht zu 100% wissen, wie das wirklich aussah? Bestrafe die Statue von Amun, da ist er doch. Ah, da sind wahrscheinlich Verbrecher. Gucken wir mal. Ja, da sind Banditen. Man kann auch Seno lenken, das ist irgendwie ganz cool. Okay, jetzt müssen wir die Statue beschaffen. Dann gehen wir mal dahin und beschaffen die Statue. Komm her. Pfeifen kann er auch, das konnte Altair zum Beispiel gar nicht. Also seit Altair haben die sich echt gemacht. Und es ist echt faszinierend. Wie gut die, also der bewegt sich so schön, steuert sich viel besser. Okay, der guckt mir, guckt mich nicht an. Goodbye. Hier hat man auch das Adlerauge, also das ist hier so ein bisschen anders dargestellt. In den anderen AC-Teilen war das dann immer so grau unterlegt. Hier leuchten dann einfach nur die Dinger, die man einsammeln kann. Und hier kann man was lesen. Oder das ist die Statue, die ich besorgen muss. Und er hat mich gesehen. Und das Blöde ist, wenn dann einer kommt, dann kommen sie zu zehnt. Und das ist echt anstrengend. Vor allem diese Bogenschützen. Und er kann auch ein Kettenattentat. Das heißt, wenn er den jetzt platt gemacht hat, macht er den platt. Das war's. Und ich glaube, der hat bestimmt Pfeile für mich. Yes. Man kriegt da auch ganz viele Waffen, die kann man natürlich alle selber nicht verwenden, weil er gar nicht so viel tragen kann. Also zur Erklärung, ich habe da irgendwie in der Ausrüstung habe ich so viele Bögen allein schon. Also ich verkaufe dann immer die, die ich nicht gebrauchen kann. Schilder gibt es ganz viele. Ja. Und da ist das Reittier und da ist natürlich die Herstellung von den ganzen Dingen, die er trägt, um seine Panzerung besser zu machen.
Haben die echt schön gemacht. Und da kann man natürlich auch Fähigkeiten erwerben. Wo ist mein Pferd schon wieder? Da. Muckeli. Geh her, ich nenne dich. Er hat keinen Namen. Wie heißt denn du eigentlich? Jetzt müssen wir da, wo diese 654 Meter, da müssen wir hin. Man kann selber hinreiten, wenn man Böcke hat, oder man lässt halt das Pferd selber machen. Manchmal gibt es aber auch keinen Weg. Also manchmal sagt dann das System, wenn es zu verwinkelt ist oder zu kompliziert, so wie jetzt, der kommt jetzt irgendwie gerade gar nicht klar. Wenn es zu kompliziert ist, dann sagen die Straßefolgen nicht verfügbar. Der reitet dann auch ein bisschen seltsam. Also der reitet jetzt hier Kreuzung quer und Kreuzung. Und da ist ein Bandit. Ich glaub's ja nicht. Lass mich doch in Ruhe. Du Segel, du Dor. So. Also ich habe ein anderes Schwert gewählt, weil ich ständig selber verbrannt bin. Ein Raubtierangriff. Komm, wir helfen der Frau. Wir sind ja gute Samariter. Hey, Kätzle! Und das Gute ist, es gibt Fell. Also, jedes Mal, wenn man irgendwelche Raubtiere tötet, ob das jetzt Krokodile sind oder sonstiges, kann man diese Materialien braucht man halt, um ihn weiterzuentwickeln. Das ist auch ganz witzig. Es ist ein Spieler, der ebenfalls hier unterwegs ist. Und ich kann jetzt das untersuchen. Und normalerweise erscheint dann da der Name, wer gestorben ist. Dann kann ich seinen Tod rächen. Also das sieht man auch hier auf der Karte. Zum Beispiel diese ganzen Eckchen hier. Das ist jetzt Cathy Four. Kenne ich nicht. Lenemus 008, weiß ich nicht. Und das sind diese ganzen Vierecke. Wenn man im Uplay Store angemeldet ist, die gerade da unterwegs sind. Das ist irgendwie ganz cool gemacht. Ich habe schon ein paar gerecht, so lieb wie ich war. Da muss man dann den Mörder finden. Also da leuchtet dann so ein Ding über demjenigen, der den getötet hat. Und dann kann man dann den Mörder finden. Jetzt reiten wir. Also das finde ich auch echt gut gemacht an AC Origins. Also dass diese ganzen Aufgaben und diese Herausforderungen, diese ganzen Missionen, die man macht, dass die nicht einfach, ja, man bringt jemand was und das war's, sondern das ist so ineinander verzwickt so ein bisschen und man wird von Ort zu Ort geschickt. Das macht das alles ein bisschen spannender und auch ein bisschen realistischer. Also ich mache jetzt gerade gar nichts, der reitet selber. Ich tue nur die Kamera drehen manchmal, weil ich mir die Landschaft dann anschauen möchte. Weil ich das echt schön finde, wie das gemacht ist. Und da ist meine Seenu. Die fliegt immer schön neben mir her. Geil, oder? Ja. Okay, das sieht aus wie ein Bandit. Ja, der hat mich jetzt schon gesehen und jetzt findet er mich schon doof. Seenu nicht verfügbar. Wo ist denn Seenu? Cheri, wo bist du? Ach ja, jetzt hat er mich schon. Die, die. How about you die? Freaking loser. Also wir mussten hier eigentlich nur vorbeireiten, aber Bike hat so viele Leute auf dem Gewissen, dass die ihn erkennen und aufhalten. Er ist halt der Mann mit dem Adler und so ist sein Ruf. Bike of Sewer. Und da müssen die da, ja, die haben halt die Pflicht oder keine Ahnung, das Verlangen, Bike zu töten. Und deswegen wird er angegriffen von allen Seiten. Guck mal, wie herrlich. Ah, oh, ist das schön. Ist doch einfach nur geil gemacht. Also ich weiß nicht, wie man das Spiel nicht mögen kann. Die sind von Spiel zu Spiel, werden die besser und besser und besser. Die Landschaften werden immer geiler. Das Schöne an Origins finde ich, dass es viele verschiedene Orte gibt. Die anderen Spiele, so wie Unity, spielt in Frankreich, hauptsächlich in Paris, Syndicate in London. Und man ist dann wirklich nur in der Location und es ist dann schon so ein bisschen, okay. Bringe ihn, die kriegen jetzt von mir die Statue zurück, bitteschön.
Man kriegt da so ein bisschen was von der Location mit und das ist irgendwie so echt gemacht. Da fühlt man sich, als wäre man selber dort. Das fand ich immer bei den anderen Spielen ein bisschen schade, dass das immer nur eine Stadt war. Da hätte man durchaus mehr draus machen können. Dann gibt es natürlich Rogue, wo man mit dem Schiff über dem Atlantik segelt, also Nordatlantik hauptsächlich. Das war dann so das Erste, was dann so ein bisschen besiege die Kinder des Sachmet. Das sind irgendwelche drei Vögel, die jetzt anscheinend da oben... Der ist unglaublich schnell, der rennt. Das ist der Wahnsinn. Der Typ ist der Wahnsinn. Oh, da sind Löwen. Kinder, ach, Sachmet hat ja eine Löwengestalt irgendwie so. Löwen töte ich so ungern, weil ich finde, das sind so schöne Tiere. Das, mein Schwert leuchtet immer so grün, weil ich habe das Schwert von... Wie heißt denn der? Das Unter-Ding. Ah! Wie heißt denn der? Jetzt macht mich das wahnsinnig. Wie heißt denn der? Anubis. Den habe ich gesucht. Der Unterwelt-Typi. Und der saugt quasi die Seelen auf. Und jetzt habe ich 7000 Erfahrungspunkte erhalten und ich bin auf Level 50. Ja, da gibt es jetzt folgende Probleme, die ich noch weitermachen muss, beziehungsweise ich muss den noch weiter pimpen. Prüfung des Sobek ist halt auf 52. Ich muss noch die Prüfung des Anubis habe ich verpasst. Die läuft immer nur, das steht 5 Tage übrig. Hier sind es auch noch der Sachmet, das könnte ich jetzt machen. Sind noch 5 Tage übrig. Also die kommen immer zeitweise. Also das ist nicht so, dass man sich das kauft und dann spielt man das durch und das war's dann, sondern die machen immer wieder irgendwas Neues. Und das finde ich echt gut gemacht hier. Also das Ganze. So, die Mission haben wir jetzt mal erfüllt und da gibt es noch ganz, 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 ganz viele andere Missionen, die man machen kann. Wie ihr seht, man kann ganz viele Orte entdecken. Jeder Ort hat dann so eine Aufgabe. Hier muss man Schatz plündern. Diese Fragezeichen-Dinger habe ich noch gar nicht entdeckt, da war ich jetzt noch gar nicht. Und dann gibt es auch stärkere Quests, die man machen kann. Dieses rote Ding, das ist der Fluch des Pharao, da läuft gerade Anubis durch die Gegend. Der hat aber Stufe 55 und ich habe erst 50, das heißt, ich stelle mich dem jetzt noch nicht in den Weg. Ich warte noch ein bisschen, bis ich ein bisschen stärker bin. Und ja, das war mal der Einblick in AC Origins. Finde ich super, das Spiel, also ich... Habe das sofort durchgespielt, nachdem es letztes Jahr rauskam und finde es echt toll gemacht. Und ich mag das auch, dass die jetzt ein Add-on rausgebracht haben. Und ich hoffe, ich habe euch vielleicht ein bisschen Lust gemacht, das jetzt auch zu spielen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ciao!